Willkommen zum Freundschaftscup. Heute sehen wir auch ein Nachholspiel. Es ist das Spiel zwischen Chelsea London und Real Madrid. Ja, das zweite Nachholspiel. So kann man es auch mal sehen. Damit sind auch alle Nachholspiele eigentlich abgehakt. Chelsea London. Ne, noch nicht alle. Eins steht sogar noch zur Buche. Wann das stattfinden wird, ist die andere Frage. Aber Chelsea London zu Hause jetzt noch in An- und Abführung eine Macht bei diesem Freundschaftscup. Haben schon oft demonstriert, was sie können und was nicht. Wobei man ja schon im letzten Spiel gegen den AS Rom gesehen hat, dass es zwischendurch Nervenflattern gibt. Heute der Schiedsrichter kommt aus Schweden. Die Aufstellung von Chelsea London bekannt bei diesem Freundschaftscup. Also eigentlich fast dasselbe wie sonst auch immer. Mit der 4-5-1-Taktik. Real Madrid eigentlich auch mit der altbekannten Taktik. Weil warum ändern, wenn es funktioniert? Das könnte man sich fragen. 4-3-3. Also heute heißt es Nerven zeigen. Zeigen, dass das Spiel gegen den AS Rom im Pflichtmodus nicht unbedingt jetzt dasselbe ist wie hier im Freundschaftscup. Oscar. Ah, verliert den Ball gegen Sergio Ramos. Da läuft er eher dagegen. Gibt Einwurf. Er hat einfach ganz souverän ins Aus. Ah, war sich jetzt noch nicht jemand irgendwie so sicher, dass er irgendwer den Ball annimmt. Ivanovic. Ah, Fehler. So kannst du natürlich keinen Ball flanken. Isco. Da hast du gespielt, Bale. Pass muss auch ankommen. Der muss auch ankommen. Diego Costa. Auf Hazard. Zurück. Diego Costa. Schön in die Mitte. Oscar kriegt den Ball nicht groß. Früher dran. Der ja eigentlich nicht dafür bekannt ist, als Defensivmann zu agieren. Aber hier und jetzt hat er das schon bewiesen. Da will er wahrscheinlich vom letzten Spiel die eine oder andere Szene wieder wegmachen. Cristiano Ronaldo. Ja, verliert den Ball gegen Ivanovic. Der schon in den letzten Wochen auf der rechten Seite sehr gute Leistung absolviert hat. Freistoß wegen Abseits. Ja, jetzt nicht so gesehen, dass der Ball da irgendwie in irgendeiner Hinsicht gespielt worden ist, aber anscheinend schon Fehler in der Abwehr. Willian. Ah, wird geschubst, aber er fällt nicht. Ist das jetzt hier Fair Play oder ist das eher ein, ja, das hätte selbst für irgendwelchen Schiedsrichter nicht gereicht. Da versuchst du es mal lieber selber. Jetzt Willian auch ganz hinten. Also der läuft hier auch die Flügel lang. Also anscheinend heute wirklich ein Laufduell wird das. Bale. Isco. Auch Bale wieder zurück, ja. Der verliert den Ball aber gegen Philippe Luis. Neues Aufbauspiel von Chelsea London. 15 Minuten gespielt bislang. Beide Teams ungefähr gleich stark. Von daher haben wir noch hier verdient keine Torgewinne. Groß auf Benzema. Benzema im Zweikampfverhalten gegen Matic. Bleibt der Franzose auch der Sieger. Kaval. Und James. Er verliert den Ball jetzt die Möglichkeit für Oscar. Er dribbelt sich hier durch, aber dribbelt sich vielleicht ein bisschen zu sehr durch. Da kommt Sergio Ramos natürlich mit seiner Erfahrung an. Und kann ihn ganz souverän klären. Aber der Gas. Auf Willian. Ja, der sieht den durchstartenden Diego Costa, aber durchstarten bringt nicht viel, Pepe. Rausgeklärt, Ecke, Chelsea. Dieses Mal nicht Fabregas, sondern Willian wieder. Man möchte das auch mit ihm mal probieren. Willian mit der Ecke, aber Garcia ganz ohne Probleme. Kann ihn locker wegfausten. Die nächste Möglichkeit, ja, das ist auch nicht mit Problem. Philippe Luis, ja, will nicht selbst abschließen. Fabregas auf Matic. Matic mit der Großchance. Aber die kann Garcias klären.
Bale. Da auf Isco. Benzema. Und der Fehler im Sturm. Neues Aufbauspiel der Londoner. Wahrscheinlich haben sie es ein bisschen zu sehr nach vorne getrieben. Jetzt Diego Costa. Diego Costa! Das meinte ich mit zu sehr nach vorne getrieben. Natürlich, Diego Costa ist ein interessanter Stürmer, der sowas auch normalerweise machen kann. Aber nicht machen muss. Ecke. Ecke William. Und Kopfball zu harmlos von Cahill. Viel zu harmlos. Cristiano Ronaldo. Der normalerweise hier auch das halbe Spielfeld durchläuft. Das macht er heute auch wieder. Cristiano Ronaldo gegen William. Der lockere Sieger der Portugiese. Und der Kopfball. Was auch immer da Bale gesehen hat oder gemacht hat. Also Cristiano Ronaldo, super Vorlage. Aber Bale, das war ja wohl überhaupt nichts. Also mit so einer super Vorlage, da kannst du natürlich auch das 1-0 machen. Das wäre ja auch erst überhaupt der erste Torschuss der Madrilenen, die damit dann Effizienz auf jeden Fall direkt auf dem Platz zeigen. Matic. Na, Pass. Ja, Pass kommt nicht an. Kontermöglichkeit. Wir brauchen nicht wechseln. James. Natürlich umschauen, wie, wo, wer, wohin läuft. Vanovic. Auch William. Na, der verliert immer gegen Cristiano Ronaldo. Ronaldo vielleicht wieder mit einer Glanzflanke. Jawohl, wieder mit einer Glanzflanke. Bale auf Benzema. Und ja, der Pass kommt nicht an. Was die da mit den Ronaldo-Flanken machen, weiß ich nicht. Diego Costa, ja, der verdribbelt sich so ein bisschen. Gibt Freistoß für Chelsea. Halbzeit naht, 0-0. Das ist manchmal halt die Chancenauswertung. Benzema. Benzema läuft sich hier auch wohl. Ja, der kann aber nicht so schön flanken und es gibt Abstoß. Der kann nicht so schön flanken. Ronaldo nicht mitgelaufen. Ja, Protest mit dem Fehlpass. Fehlschuss. Und jetzt Passstaffette Benzema. Da wird gefoult, gibt Freistoß. Cahill unfair eingestiegen. Freistoß Bale. Ah, wird nochmal angezeigt vom Trainer. Das soll er nicht machen. Das soll Cristiano Ronaldo schon gefälligst machen. Oder auch nicht. Jetzt Rodriguez am Ball. Also der ist sich auch nicht so ganz sicher. James Rodriguez direkt in die Mauer. Und das war's. Halbzeit 0-0. Völlig verdient. Beide Teams. Also Real Madrid mit kaum Chancen. Chelsea mit den Chancen, die sie halt normalerweise in einem Spiel haben. Aber halt auch wieder mit dem klassischen. Man trifft nicht. Also schauen wir mal die zweiten 45 Minuten an, ob es sich ändern wird oder ob es genauso bleibt, wie es bislang ist. Jo, was ändern? 0-0 passt schon irgendwie. Das passt schon irgendwie. Ja, das passt schon irgendwie. Aber es ist leider wieder Real Madrid. Ne, ihr könnt auch gerne andere Teams nehmen. Ich nehme immer Chelsea London. Gegen euch nehme ich immer Chelsea London. Ja? Bei diesem Spiel immer spiele ich immer Chelsea London. Kein Problem. Bei dieser Freundschaftscup. Immer Chelsea London. Ihr müsst nicht Real Madrid nehmen. Wirklich nicht. Wenn ihr was drauf habt, dann könnt ihr irgendein anderes Team nehmen. Aber nicht Real Madrid. Könnt Valencia nehmen beispielsweise. Die 42 Minuten gehen los und beide Teams unverändert. Vielleicht taktisch nicht gesehen, aber taktisch könnte sich jetzt was tun. Real Madrid mit nicht sehr vielen Chancen, was unüblich für die Madrilenen ist. Aber das könnte sich jetzt in den 42 Minuten ändern. Benzema und Cortez zur Stelle. Das war ein sehr unkonzentrierter Pass.
Also das hätte auch böse ins Auge gehen können. Ecke groß. Kopfball drin. Hepel trifft. 1-0. Das meinte ich eben mit unkonzentriert. Und das kann böse ins Auge gehen. Da ist es böse ins Auge gegangen. Real Madrid führt per Kopfball mit 1-0. Jetzt muss sich Chelsea London fangen. Vielleicht jetzt direkt die Antwort. Oscar. Nee. Da läuft er direkt auf den Stürmer, auf den Verteidiger rauf zu. Ohne irgendwie dran vorbei zu tricksen. Nein, gar nicht. Einfach nur drauf zu laufen. Ist nicht immer das richtige, die richtige Medizin. Erst recht, weil man des Öfteren die Zweikampfwerte der Madrilenen sieht. Oscar. Mit dem Pass nach draußen. Willian. Der kann auch gute Flanken machen. Diego Costa kommt aber nicht ran. Dementsprechend die Kontermöglichkeit über Benzema. Auf Bale. Ja, die Madrilenen bisschen defensiver angerichtet als sonst. Bale läuft sich hier da auch das halbe Spielfeld lang. Also den kommt man auch überhaupt nicht in, bekommt man nicht im Griff. Cristiano Ronaldo. Ronaldo und Cortez pariert ihn. Und es gibt wieder Eckball. Zweite Ecke. Groß. Ecke. Tor. Muss man dazu was sagen? Nein. Sergio Ramos trifft. Damit dein zweiter Verteidiger trifft. Ecke groß. Keiner deckt den Ramos. Niemand. Kommt da zum Kopfball. Ganz easy, ganz locker. Madrid für 2-0. Und das nicht durch Cristiano Ronaldo, nicht durch Bale, nicht durch Benzema, nicht durch Kroos, nicht durch irgendwen, sondern durch Verteidiger. Zwei Ecken, zweimal vorbei. Also da müsste man jetzt extrem aufpassen. Diego Costa mit der Chance zum Anschlusstreffer, aber nur zum Anschlusstreffer. Da muss man richtig aufpassen jetzt auf die Ecken. Normalerweise so eine kleine Spezialität von Chelsea London, sowas auch abzuwehren, aber irgendwie sind sie wahrscheinlich mit dem Kopf völlig woanders. Wahrscheinlich noch beim Spiel gegen Rom, aber nicht hier auf dem Platz. Fabregas, guter Pass auf Diego Costa. Diego Costa auf dem Weg, aber da ist der noch am Ende noch ein bisschen zu zögerhaft. Da wollte er noch wahrscheinlich gucken, na, vielleicht ist da noch was, vielleicht auch nicht. Aber da kannst du natürlich, da musst du durchlaufen durch und dann versuchen raufzudonnern. Oder gegebenenfalls abzuspielen. Aber du kannst nicht nach einer Zeit sagen, ach, ich nimm mal ein Tempo raus und der Verteidiger nimmt dir den Ball ab. Dann passiert sowas. Keine Chance. Und somit bleibt es weiterhin beim 2-0 für Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Man sieht natürlich da einen oder anderen Spieler im Sturm, aber die stehen alle im Abseits. Groß. Groß. Immer noch groß. Niemand greift den an. Den Nationalspieler aus Deutschland. Niemand greift den an. Der Cortez, der pfeift die Mannschaft da auch vorne hinten noch zusammen. Niemand greift den an. Der kommt ganz einfach zum Schießen und es gibt den dritten Eckball. Für Real Madrid. Gibt es jetzt auch das dritte Tor? Wechsel auf beiden Seiten. Ecke groß. Und der dritte Treffer. Cristiano Ronaldo jetzt auch noch. Jetzt durfte er auch noch mal. Ja, erstmal die ganzen Leute aus London beruhigen. Aber er ist doch Madrilene. Dritte Ecke, drittes Tor. Also so kannst du natürlich nicht umgehen. Super gemacht. Wieder oben in die Ecke. Cortez immer noch da, wieder nicht da. Also das ist bitter. Natürlich die Londoner auch schon stinksauer. Dreimal haben sie denselben Fehler gemacht. Für Madrid läuft das super. Dann ist jetzt eigentlich nur noch die nächste Frage. Was ist schlimmer, ein Torschuss oder ein Eckball für London? Jetzt vielleicht. Mit der Chance über Matic. Nö. Da hat sich die Abwehr gut formiert und damit können sie jetzt direkt den Konter einleiten über Benzema zu Rodriguez. Na, trickst den ersten Mann aus, den Ivanovic, den ich an Anfang der Partie noch gelobt habe. Cristiano Ronaldo. Na. Und es gibt Ecke. Jetzt vielleicht das 4-0. Wieder Ecke groß.
Und nicht das 4-0. Da köpft er irgendwie leider in die falsche Richtung. Sonst hätten wir hier heute eine 100%ige Eckballstatistik gehabt. So haben wir jetzt leider nur 75%. Also eine 100%ige könnte heute Real Madrid leider nicht mehr machen. Was schade ist, aber heute wird mal gezeigt, wo London, wo Chelsea London seine kleinen Fehler hat. Und das eigentlich auch gar nicht so schlecht. Freistoß Real. So, jetzt können die Madrilenen natürlich das Spiel langsam aufziehen. Die führen hier, aber natürlich, wer Real Madrid kennt, der macht, der weiß, dass sie sowas nicht machen. Schöne Flanke, Ronaldo, aber ist ein bisschen zu weit gegangen. Oder Bale eher nicht darauf eingestellt gewesen, dass er hier das auf die weite Seite geht. Wird es also heute 1-0. Das wäre einer der ersten Spiele für den Trainer von Chelsea London, dass sie zu Null mal spielen, aber nicht im Sinne von positiv zu Null, sondern im Sinne von negativ zu Null. Das haben sie, weiß ich gar nicht, wann das als letztes war, dass sie eine zu Null-Partie hatten. Andersrum, Real Madrid, das kennen sie, gegen Chelsea London gewinnen, ja, das gibt's ja auch mal das ein oder andere Mal. Und wieder ganz frei. Bale. Bale nur noch gegen Terry und er wird gefoult. Es gibt keinen Elfmeter. Warum auch immer es keinen Elfmeter gibt. Klares Foul. Wechsel bei Chelsea London. Zwei neue kommen. 5 Minuten sind es noch. Und der Sieger steht schon fest. Aber die Frage lautet nur noch, wie hoch. Wie hoch gewinnt Real Madrid? Und damit auch im Freundschaftscup erst das zweite Duell. Es ist erst der zweite Sieg für eine Auswärtsmannschaft. Azat! Und es gibt Ecke. Diesmal darf ich Fabregas schlagen. Fabregas mit der Ecke und ein ganz gefährlicher, aber irgendwie... Ja, den kann er nicht verwerten. Den kann er leider nicht verwerten und so bleibt es beim 3-0. Was macht Casillas da für einen Fehler, Drogba? Den hätte er nutzen müssen. 4 Minuten Nachspielzeit wird angezeigt. Aus meiner Sicht zu hoch, andersrum. Chelsea mit deutlich mehr, also nicht mit deutlich mehr, sondern mit knapp mehr Chancen. Eine einzigen. Aber das Ergebnis sagt was völlig anderes. Das Ergebnis sagt 3-0 Real. Drogba. Na, kommt nicht an den Ball. Und es ist vorbei. Damit ist es sicher, Chelsea London verliert das zweite Spiel im Freundschaftscup. Heute gegen Real Madrid. Das andere Spiel haben sie gegen Manchester City verloren. Und nun heißt es aufbauen und nun überlegen, was die Fehler waren. Ich kann es sagen, es waren die Eckbälle. Alle Tore, alle 3 Tore per Ecke geschossen. Also da muss man auf jeden Fall demnächst dran arbeiten. Denn sonst könnte es noch bitterer ausgehen. Aus Londoner Sicht gegen Real Madrid Standardchancen perfekt genutzt. Warum auch nicht? Das war's aus London. Wir hören uns bestimmt zur nächsten Begegnung wieder. Bis dahin, macht's gut.